Rote Rosenvorschau für Folge 3227. Britta revidiert ihre Haltung gegenüber Hendrik. Immerhin hat er mit seinem Sohn Joe Lillys Geburtstag gerettet. Doch dann sieht sie Hendrik mit Sarah und glaubt nun, er sei nur gekommen, damit er mit ihr rummachen kann. Schon am nächsten Moment sieht sie sich wieder von ihm getäuscht. Er hat einen Fachartikel veröffentlicht und sie dabei namentlich übergangen. Tatjana lehnt Andreas Geld ab, als sie erfährt, dass es für eine Reise mit Mona gedacht war. Doch dann will Sascha ihretwegen das teure Internat aufgeben. Sie überwindet ihren Stolz und bittet Andreas um ein Darlehen. David kann Gunthers Frust über den Verlust des Hotels nur schwer ertragen und bereut, dass er Amelies Geständnis gelöscht hat. Ellen beschließt, ihm zu helfen und schafft es, Amelies gelöschtes Geständnis wiederherzustellen. David ist von Ellen schwer beeindruckt. Walter will, dass Anton seine Tiere vermarktet, denn langsam geht das Geld für Futter aus. Thomas will Jill beeindrucken, leitet aber Jills Bitte, sich um ein angefahrenes Reh zu kümmern, an Gunther weiter.